In der Welt der Wirtschaft spielt die Preisgestaltung eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Wertes eines Produkts oder einer Dienstleistung. Preisunterschiede zwischen verschiedenen Ländern können auf eine Vielzahl von Faktoren zura ein Viertel Schufa ein Viertel Ren sein, darunter Währungsumrechnung, Steuern, Handelsabkommen und Wettbewerb. Ein interessantes Phänomen, das aufzeigt, wie Preisunterschiede zwischen Europa und der Thai Viertelkai entstehen können, sind die sogenannten Kronenökonomien. Crown Economy bezieht sich auf die Praxis, Produkte und Dienstleistungen zu unterschiedlichen Preisen in verschiedenen Ländern anzubieten, was zu einem Phänomen FA ein Viertel HRT, das als Preisdiskriminierung bekannt ist. In Europa, insbesondere in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien, sind die Preise tendenziell höher als in der Thai Viertelkai. Dies liegt zum Teil daran, dass die Lebenshaltungskosten in diesen Ländern im Allgemeinen höher sind und die Verbraucher bereit sind, mehr FA ein Viertel eher bestimmte Produkte zu bezahlen. Zusätzlich gibt es in Europa strengere Vorschriften und Steuern, die die Kosten FA ein Viertel eher Unternehmen erhöhen und sich auf die Endpreise auswirken. Ein weiterer wichtiger Faktor, der zu Preisunterschieden zwischen Europa und der Thai Viertelkai beiträgt, ist die Währungsumrechnung. Die Thai Viertelkische Lira hat im Vergleich zum Euro und anderen europäischen Währungen einen niedrigeren Wechselkurs, was bedeutet, dass Produkte und Dienstleistungen in der Thai Viertelkai tendenziell gar ein Viertel günstiger sind. Darüber ein Viertel BER hinaus haben auch globale Handelsabkommen und politische Faktoren Einfluss auf die Preisgestaltung in verschiedenen Ländern. Zum Beispiel können Handelsabkommen zwischen der Thai Viertelkai und anderen Ländern die Einfuhrzölle senken und den Preis von importierten Produkten beeinflussen. Ein interessantes Beispiel FA ein Viertel eher die Auswirkungen der Crown Economy ist der Automobilmarkt. In Europa sind Luxusautos wie Audi, BMW und Mercedes-Benz oft teurer als in der Thai Viertelkai, auch wenn sie in den gleichen Fabriken hergestellt werden. Dies liegt daran, dass europäische Verbraucher bereit sind, mehr FA ein Viertel eher Premium-Marken zu zahlen, während Thai Viertelkische Verbraucher in der Regel nach preiswerteren Alternativen suchen. Ein weiteres Beispiel sind elektronische Geräte wie Smartphones und Laptops. Obwohl sie in der Regel in den gleichen Fabriken hergestellt werden, können die Preise in Europa aufgrund von Steuern und Vorschriften deutlich höher sein als in der Thai Viertelkai. Es ist wichtig zu verstehen, dass Crown Economy nicht nur negative Auswirkungen hat, sondern auch positive Aspekte haben kann. Zum Beispiel können Verbraucher in der Thai Viertelkai von niedrigeren Preisen FA ein Viertel eher bestimmte Produkte und Dienstleistungen profitieren, während europäische Unternehmen möglicherweise höhere Gewinne erzielen, indem sie ihre Produkte zu einem höheren Preis verkaufen. Um die Preisunterschiede zwischen Europa und der Thai Viertelkai besser zu verstehen, ist es hilfreich, die verschiedenen Faktoren zu Bera ein Viertel sichtigen, die zu diesen Preisunterschieden FA ein Viertel rennen. Dazu gehören Währungsumrechnung, Lebenshaltungskosten, Handelsabkommen, Steuern und Wettbewerb. Insgesamt zeigt die Crown Economy deutlich, wie vielfältig und komplex die Preisgestaltung in der heutigen globalisierten Welt sein kann. Es ist wichtig, diese Unterschiede zu erkennen und zu verstehen, um besser informierte Entscheidungen als Verbraucher treffen zu können.